Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Projekt, und zwar Trials Evolution. Das wird ein Projekt sein, was ich sehr unregelmäßig hochladen werde. Es ist ein Fehler aufgetreten. Ja, unregelmäßig hochladen werde und wo es ab und zu Specials gibt, und zwar Turniere zusammen mit Niklas. Vielleicht Sammy, muss ich mal überreden. Und vielleicht noch einem Kumpel, muss ich mal gucken, wen ich dann noch dazu krieg. Wo wir gegeneinander antreten werden. Und zwar Trials Evolution Gold Edition. Wie man hier sieht, verschiedene Player. Wir werden dann natürlich im Multiplayer spielen. Aber um euch das Spiel zu zeigen, ich werde es jetzt im Einzelspieler einfach mal spielen. Es gibt hier zwei Welten, Crash Country und Lagerhaus. Ich zeige euch einfach mal das Spiel. Hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsprüfungen, wie man sieht. Ich bin schon ein bisschen weiter. Ich bin durch mit dem Spiel. Aber Multiplayer gibt es natürlich noch viel zu machen. Ich fange mal hier mit ultimatives Tempo an. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Gerade das hier ist Mittel. Habe ich überall Silber. Habe ich aufgegeben mit Gold. Weil es ja verdammt schwierig ist. Also, ich mache jetzt einfach mal das hier. Hier, wie man sieht, ich habe auch verschiedene... Hallo? Ah, genau. Verschiedene Bikes. Die einzigen, die ich benutze, sind eigentlich das und das. Das hier ist eher so ein Funbike. Wie man sieht, bei den Werten ist auch nicht so pralle. Das hier ist sehr schnell. Das hier sehr wendig. Also das sind eigentlich so die Hauptsachen zum Benutzen. Ich werde jetzt mit dem Schnellen hier spielen, weil ich nicht weiß, welche Strecke jetzt auf mich zukommt. Genau. So sieht das Ganze hier aus. Das ist sozusagen ein Jump'n'Run auf dem Bike. Und ich habe hier gerade voll gefailt. Und man muss diese Parcours hier möglichst schnell schaffen. So muss das, genau. So. Es gibt verschiedene Modis. Es gibt den Trials-Modi, den ihr hier seht. Das ist nur einspurig. Und wenn man da gegeneinander fährt, dann fahren die Gegner als Geister mit einem. Sozusagen, die fahren dann auf der gleichen Strecke. Und es gibt Supercross. Da sieht man dann die Gegner. Oh. Da sieht man die Gegner. Die fahren dann neben einem auf anderen Spuren. Das muss dann aber extra so ausgelegt sein, die Map. Jetzt fahr da hoch. Dann halt nicht. Genau. Und einmal oder... Alle zwei Monate oder jeden Monat machen wir ein so ein Turnier. Wo wir dann einfach gegeneinander antreten. Diese Meldung, ey. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr von dem Spiel haltet. Ich fahre jetzt einfach noch ein bisschen, also ich Let's Play jetzt einfach eine Runde. Also 10 Minuten vielleicht. Oder 15, mal gucken. Und dann schaue ich in die Kommentare. Alter, kann ich gleich neu starten. Wie ihr es findet. Und ich denke, ich werde es auf jeden Fall machen. Also, das steht fest, dass ich es machen werde. Steht auch fest, dass Niklas mitmacht. Das ist der, wo ihr nicht so begeistert wart mit dem Mikrofon. Nee, Quatsch. Nee, ist ein anderer. Nee, der war noch gar nicht dabei. Okay. Genau. Und darum, ja, werde ich machen. Und dann werden wir das auch so ein bisschen special-mäßig machen irgendwie, dass wir dann... Also dieses Turnier geht auch mehrere Stunden, wenn wir das machen. Also das ist dann nicht in einem Part erledigt. Das ist ein längeres Event. Genau, Ergebnisse! Komm, da probiere ich jetzt mal Goldmedaille. Genau. So... Ist auch alleine schwer zu Let's Playen, weil du fährst halt hier rum. Also wichtig, du musst es halt mit sehr viel Technik auch machen. Also wenn man, wie man hier sieht, wenn du einfach nur Vollgas gibst, dann crasht man sehr leicht. Hier muss man sich nach vorne lehnen, damit man nicht umkippt. Die einzigen, die bis jetzt das Spiel haben, sind Niklas und ich. Hier, das war natürlich auch super. Die anderen holen sich's. Müssen wir gucken, wie die das schaffen. Die müssen ja auch noch ein bisschen dann was aufholen, weil Niklas und ich, wir sind schon weiter. Wir haben das ein bisschen gesuchtet schon. Oh,
Ja, mal schauen. So, hier ist wichtig, dass man Bunny Hop rüber macht, damit man möglichst weit kommt. Hier auch. Und hier wieder nach vorne lehnen. Wie gesagt, ist alleine schwer zu let's playen. Ich denke, wir werden es dann einfach machen. Es gibt dann auch ein Punktesystem und alles. Boah, ist das assi. Alter, ist das assi. Ja, und wir werden dann einfach so ein bisschen erzählen, wie es so läuft. Wie gesagt, wenn Sammy mitmacht, das wäre auch ziemlich cool. Schreibt mal in die Kommentare, dass er mitmachen soll. Dann macht er nämlich mit. Extra nur für euch. Schreibt in die Kommentare, dass Sammy das auch mitspielen soll. Dann wird es auf jeden Fall nochmal viel, viel lustiger. Auf jeden Fall. Weil Sammy, Niklas und ich. Ne, diese Meldung. Das ist das Einzige, was mich an dem Spiel ganz schön ankotzt, ey. Wobei, ich bin ja verbunden, ne? Also, naja. Genau. Wenn das Spiel noch jemand spielen sollte von euch, ich bin auch gern bereit, mit euch zu spielen. Das Spiel heißt Trials Evolution, kostet nur 15 Euro auf Amazon. Spielt man über die Plattform Uplay. Das ist, hat nichts mit ab 18 zu tun. Ist einfach sowas ähnliches wie Steam. Nur halt nicht so bekannt. Also, wie gesagt, überredet Sammy in den Kommentaren, dass er das auch spielen soll. Und schreibt mir als Nachricht auf YouTube einfach, wenn ihr mit mir zocken wollt, das Spiel. Bin da gerne bereit, auch irgendwie ein Let's Play mit euch zu machen irgendwie. Wenn ihr das auch aufnehmen wollt, dann können wir das gerne mal zusammen machen. So als Community together oder so. Oder dass ich dann auch mal, wenn das gut ankommen sollte, dann mache ich auch mal ein Community Let's Play together. Schauen wir mal, wie es läuft. Es kann natürlich sein, dass jetzt alle sagen, boah, das ist scheiße. Dann zocke ich das weiter privat mit Niklas. Dann lädt nur Niklas hoch. Aber ich denke, wär blöd. Also ist bestimmt mega witzig. Auch wenn Sammy jetzt noch dabei sein sollte. Es liegt in eurer Hand, ob Sammy mitmacht oder nicht, ne? Also, hängt euch rein. Ist auch nicht das Problem an Gold. Ich muss halt, um wieder zum Spiel zurückzukommen. Ich muss es halt mit null Fehlern machen. Die Zeit ist gar nicht so wichtig. Klar ist die auch wichtig, aber die ist, das ist jetzt nicht das Schwerste. Das Schwerste ist echt dieses null Fehler. Ja, so. Oh, solche Passagen hier. Und dann werden wir gegeneinander antreten. Ich werde vielleicht, wenn es gut ankommt, auch die Trainings hochladen, also die Turniere. Das heißt, die Turniere, also das Turnier werde ich auf jeden Fall hochladen. Nicht an einem Tag, sondern an mehreren, aufgeteilt halt. Wie ich trainiere, zeige ich vielleicht ab und zu mal. Mal gucken. Vielleicht trainiere ich auch ab und zu mal mit, wenn Sammy das spielt. Oder Niklas. Dann, wie wir zusammen trainieren. Weil es geht ja nicht nur, dass wir nur das Turnier spielen. Wir müssen uns ja darauf vorbereiten auch. Die ganzen Maps mal spielen. Genau. Dass ich das auch aufnehme. Vielleicht ab und zu mal. Also das wird vielleicht einmal die Woche rauskommen, so ein Video. Mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. So, die Goldmedaille möchte ich hier aber eigentlich noch ganz gern schaffen. So, die Passage geschafft. Jetzt muss ich hier aufpassen mit der Decke da oben. Ziemlich richtig assi. Und das hier auch. Ah, okay. Also, Leute, dann sag ich mal, ich zeige euch noch ganz kurz ein bisschen was vom Spiel. Also es ist ja nicht nur das Fahren hier. Also man muss versuchen, möglichst viele Medaillen zu kriegen. Ich habe jetzt 202. Das hört sich jetzt viel an, aber wenn man hier überall Gold hat, das sind schon mal 40 oder 30. Gibt auch unglaublich viele Sachen hier. Es gibt alles Mögliche. Dann die Lizenzen, damit schaltet man da neue Motorräder frei. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ja wie gesagt, HD Lagerhaus. Da gibt es hier noch so Sachen. Ich kann euch ja mal eine schwere Map zeigen. Da benutze ich aber die hier, weil die schweren Maps sind meistens so Parcours mit schweren Sprüngen oder sowas. Zeige ich euch einfach ganz kurz mal. Ich mache jetzt einfach einen Try mal durch hier. Wir müssen auch gucken, wie lange wir die... Alter, okay. Man sieht, ist schon anspruchsvoller.
Ich habe es hier wirklich mal geschafft in einer unglaublichen Zeit. Also ich bin annähernd Weltrekord gefahren. Ich glaube, ich hatte nur 5 Fehler oder so. Und war so verdammt schnell. Hier sieht man auch an meinem Rekord, der da vorne wegfährt. Ich fahre es jetzt einfach durch, egal wie viele Fehler ich mache. Na, dammit. Hier kommt es auch sehr auf Technik an, wie man vielleicht sieht. Hier kommt es gar nicht auf Tempo an. Hier muss man einfach mit Technik rüberkommen und solche Sprünge hier meistern. Das hier ist auch... Es sieht alles sehr leicht aus, aber nein, fahr da hoch! Ich glaube, die Trainings werde ich auch nicht mit Facecam aufnehmen, außer ihr wollt's. Ich glaube, so war's gut. Na toll, aber nicht zum Checkpoint geschafft. Na, wieder gut. Alter, das willst mich jetzt verarschen. Also wie gesagt, mit meinem Rekord. So, jetzt seht ihr nochmal das Intro hier. Gerade diese Meldung, ich habe gesagt, die kotzt mich mega an. Das ist das einzige Scheiße daran. Weil das Spiel kommt nicht so gut mit meiner Internetverbindung klar. Ich hoffe, das funktioniert mit der Aufnahme jetzt. So, funktioniert doch. Gut. Hatte ja wahrscheinlich gerade Blackscreen. Ja, mal gucken, wie gesagt. Wie das läuft. Schwer habt ihr gerade gesehen. Schreibt mir in die Kommentare, dass Sammy mitmachen soll. Und was ihr von dem Let's Play haltet. Mit oder ohne Facecam, mit oder ohne Sammy. Wie gesagt, das hängt von euch ab. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch gut fändet. Und je nachdem, wie es ankommt, kommen dann auch öfters mal Videos, wie ich mit Niklas zocke oder so. Also wir zocken das fast täglich gerade. Es ist echt hammergeiles Spiel. Man hat auch mega viele Möglichkeiten, wie man hier sieht. Ich kann mir alles hier selber machen. Ich kann mir meine Motorräder zusammenstellen. Das ist unglaublich komplex hier alles. Hier, also ich kann alles machen. Ist kein Witz. Genau. Und wie ihr seht, ich kann mir auch alles färben. Habe ich hier schon gemacht hier. Das sah am Anfang anders aus. Das war, glaube ich, Silber. Das hier habe ich auch gefärbt. Das hier nicht. Ja, das habe ich auch gefärbt. Ja, genau. Hier seht ihr, wie es Standard aussah. Und so habe ich es gefärbt. Das hier, die Mikrodonkey, ist das geilste. Das geilste Motorrad. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sagt mir, wie ihr dieses hammergeile Spiel findet. Genau. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, denke ich mal. Bis dann, Leute. Ciao.